I want to welcome you to our series Finding the Truth with Joel Media. Ich möchte euch hier begrüßen auf Joel Media zu unserer Serie Wie man die Wahrheit findet. I happen to live in Malaysia. Ich lebe in Malaysia. And Malaysia is a very interesting place when you think about finding truth. Und Malaysia ist ein sehr interessanter Ort, wenn man darüber nachdenkt, wie man die Wahrheit findet. We have three races that are not really blended so much as mixed in our country. Und in unserem Land gibt es drei verschiedene Ethnien, die eigentlich mehr nebeneinander leben als wirklich vermischt. So the majority of Malay people are Muslim. Die Hauptgruppe, die Malaien, das sind Moslems. The large Chinese population are mostly Buddhist. Dann gibt es eine relativ große chinesische Bevölkerungsgruppe, die größtenteils sich zum Buddhismus bekennt. And the somewhat smaller Indian population are Hindu. Und dann eine kleinere Bevölkerungsgruppe von indischen Menschen, die sich zum Hinduismus bekennen. And Christians are even a lower portion of mixed people there. Und es gibt auch einige wenige Christen dort. So I work at a health center. Ich arbeite dort in einem Gesundheitszentrum. And when I present to the health guests, und wenn ich mit den Gesundheitsgästen dort ins Gespräch komme, I often draw a circle for them. Und ich ihnen einige Dinge präsentiere, dann zeichne ich oft einen Kreis für sie. I divide the circle up into slices like a pie. Und dann tue ich verschiedene Sektionen so einzeichnen, so wie man einen Kuchen quasi schneidet. And I say, if you're born in Nepal, you're probably a Buddhist. Und dann sage ich, wenn man in Nepal geboren wird, dann ist man wahrscheinlich ein Buddhist. If you're born in Afghanistan, you're probably a Muslim. Und wenn man in Afghanistan geboren ist, ist man wahrscheinlich ein Moslem. If you're born in North India, you're probably a Hindu. Wenn man in Nordindien geboren wird, ist man höchstwahrscheinlich ein Hindu. If you're born in Japan, you probably honor your ancestors. Und wenn man in Japan geboren ist, dann verehrt man vermutlich einfach seine Vorfahren. If you're born in Texas, then probably you're a Christian. Wenn man in Texas dagegen geboren ist, ist man vermutlich ein Christ. And if you're born in Italy, there's a fair chance that you're a Roman Catholic. Und wenn man in Italien geboren worden ist, dann gibt es eine relativ große Chance, dass man ein Katholik ist. And as I describe the circle, und wenn ich diesen Kreis so beschreibe, I say for many people religion is almost like playing darts. Dann sage ich, für die meisten Menschen ist das mit der Religion fast so, als wenn man Dart spielt. Wherever you're born, that's what you believe. So wo du geboren wirst, bestimmt dann größtenteils, was du glaubst. I'll be honest with you. Ich möchte ganz ehrlich mit euch sein. I don't have a lot of respect for this approach to religion. Ich habe nicht allzu viel Respekt für so einen Zugang zur Religion. I'll share with you some ideas that I have. Ich möchte euch einige Ideen weitergeben, die ich habe. One part of this pie could be labeled atheism. Ein Abschnitt in diesem Kuchen könnte auch Atheismus genannt sein. If there is no God, wenn es keinen Gott gibt, I want to be an atheist. Dann möchte ich ein Atheist sein. I don't want to spend my life in favor of a religion if there's just really nothing to it. Ich möchte nicht mein ganzes Leben für eine Religion geben, wenn es eigentlich für sie keinen realen Grund gibt. And if there are a million gods, then I want to be a Hindu. Und wenn es wirklich eine Million Götter gibt, dann möchte ich ein Hindu sein. I don't want to focus all my worship on one god when so many have something to do with my happiness. Und ich möchte dann nicht meine Anbetung auf einen einzigen Gott fokussieren, wenn so viele andere zu meinem Glück beitragen. And if Jesus is the Messiah, und wenn Jesus der Messias ist, then I don't want to follow modern Judaism. Dann möchte ich nicht dem modernen Judentum folgen. But if he isn't, aber wenn er es nicht ist, I do not want to follow modern Christianity. Dann möchte ich nicht dem modernen Christentum folgen. In other words, I want to know what truth is. Mit anderen Worten ausgedrückt, ich möchte wissen, was die Wahrheit ist. Would you like to know? Möchtet ihr das auch wissen? I want to give you some ideas of how I ended up having confidence in my conclusions in this realm of theology. Ich möchte euch einige der Gründe geben, warum ich relativ mir sicher geworden bin über das, was ich glaube im Bereich der Theologie. In the Bible. In der Bibel. Some of the prophets say some very strong things. Sagen einige der Propheten ziemliche starke Sachen. The prophet Isaiah, for example. Zum Beispiel der Prophet Jesaja. He speaks for God. Er spricht für Gott. And he makes a challenge to all the other religions of the world. Und fordert dabei alle anderen Religionen der Welt heraus. He says, "Prove yourselves." Er sagte, beweist doch euch selbst. If you really are gods, give some evidence. Wenn ihr wirklich Götter seid, gebt ein paar Beweise.
And in the writings there, he asks for two types of evidence. Und in seinen Schriften hier fordert er zwei Arten von Beweisen. He says, "Tell the distant future correctly." Er sagt, gib doch etwas über die entfernte Zukunft bekannt. Or accurately describe the ancient and forgotten past. Oder beschreibt auch ganz korrekt die alte, schon längst vergessene Vergangenheit. When I thought about that challenge, als ich über diese Herausforderung nachdachte, I thought, this is something I can test. Da dachte ich, das ist doch etwas, was man testen kann. So I began looking for evidence in all the world religions of predictive prophecy. Also habe ich mir in allen Weltreligionen Elemente angeschaut, ob es da etwas gibt, was so vorhersagende Prophetie betrifft. Now, not every prediction has equal value for this. Nicht jede Vorhersage hat jetzt den gleichen Wert für diese Angelegenheit. For example, Nostradamus isn't very helpful to me. Zum Beispiel ist Nostradamus da jetzt nicht besonders hilfreich. Because he made predictions that are a little bit like the papers you find in Chinese fortune cookies. Denn seine Vorhersagen sind ein bisschen so wie das Stück Papier, das man in einem chinesischen Glückskeks findet. You know, if you open one of those cookies, also ihr wisst ja, wenn man so einen Keks aufmacht, and the paper says, und das Papier sagt dann darauf, your best friend may let you down. Wo dann steht, dein bester Freund mag dich enttäuschen. That's not because someone knows your future. Das steht dann nicht da, weil jemand deine Zukunft kennt. It's because that happens to everybody. Sondern nur, weil das eigentlich jedem mal passiert. So it's a very vague prophecy. Das ist also eine sehr vage Prophezeiung. Such vague predictions really don't give any evidence of supernatural power. Solche vagen Vorhersagen sind jetzt kein wirklicher Beweis für übernatürliche Macht. So with Nostradamus, he doesn't name dates and places and nations in a way that we can really pin him down. Also Nostradamus benennt jetzt nicht Daten oder Orte oder Nationen, dass man ihn wirklich festnageln könnte. I have a lot I want to say today. Es gibt viel, was ich heute sagen möchte. So I'm just going to summarize for you what I found and tell you how to find the same thing. Und ich möchte das kurz zusammenfassen, was ich hier gefunden habe und hoffen, dass auch ihr das findet. I found that Buddhism really doesn't make any testable predictions. Ich fand heraus, dass der Buddhismus keinerlei testbare Vorhersagen macht. Hinduism appears to have made a couple in Indonesia, but they don't hold water when you check into them. Und im Hinduismus gibt es einige wenige in Indonesien, die gemacht worden sind, aber sie scheinen nicht wirklich den Test zu bestehen, wenn man sie genauer prüft. Mohammed made one, and we'll talk about that in a moment. Mohammed hat eine Vorhersage gemacht, die werden wir gleich nochmal anschauen. And Joseph Smith, the founder of the Mormons, also made an interesting one. Und auch Joseph Smith, der Gründer der Mormonen, machte eine interessante. Let's talk about these two now. Wir wollen diese beiden kurz einmal anschauen. Joseph Smith predicted in the 1830s. Joseph Smith sagte in den 1830ern voraus, that there would be a civil war in the United States. Dass es einen Bürgerkrieg in den USA geben würde. That this would begin in South Carolina. Dass es in South Carolina beginnen würde. And that it would be over the issue of slavery. Und dass das Thema der Kriegsgrund der die Sklaverei sein würde. So I like that type of prediction. Also so eine Art von Vorhersage mag ich. It has a place and a date. Da gibt es also einen Ort, ein Datum vielleicht. Joseph Smith died in 1844. Joseph Smith starb 1844. That's when he was murdered. Da wurde er umgebracht. And almost 20 years later there was a civil war in the United States. Und tatsächlich gab es ungefähr 20 Jahre später einen Bürgerkrieg in den USA. It started in South Carolina. Der startete auch tatsächlich in South Carolina. It was over the issue of slavery. Und wurde vor allem über das Thema der Sklaverei ausgefochten. And it looks like a pretty good affirmation of Joseph Smith when you first read it. Und wenn man das zum ersten Mal liest, sieht das eine wirklich gute Bestätigung für Joseph Smith aus. So if you're a Mormon, also wenn du ein Mormone bist, you might wonder why I'm not one. Dann fragst du dich vielleicht, warum ich keiner bin. I'll have to tell you. Ich muss es dir sagen. I went back and noticed some things. Ich habe mir das nochmal genauer angeschaut, einige Dinge beobachtet. When Joseph made that prediction, als Joseph diese Vorhersage machte, at that very time, the South Carolina legislature was talking about leaving the Union. Da hat zu dem gleichen Zeitpunkt die Administration von South Carolina darüber gesprochen, die Union der Bundesstaaten in Amerika zu verlassen. And that talk in South Carolina was in the newspapers in the hometown of Joseph. Und diese
Berichte, die wurden auch in der Zeitung veröffentlicht in der Heimatstadt, in der Joseph lebte. When Joseph predicted a civil war, als Joseph diesen Bürgerkrieg vorhersagte, at the same time the newspaper editors were predicting one. Da haben auch zur selben Zeit die Zeitschriften Reporter einen Bürgerkrieg vorhergesagt. Based on current events. Und zwar einfach basierend auf den gegenwärtigen Ereignissen. So it loses its incredible nature when I understood that. Also als ich das genauer verstanden habe, hat das so ein bisschen seine außergewöhnliche Natur verloren. But at that time South Carolina decided not to do anything. Aber zu jener Zeit hat dann South Carolina sich entschlossen, nichts in dieser Richtung zu tun. The editors stopped talking about it. Die Editoren haben nicht weiter darüber gesprochen. And Joseph took his prediction and put it under where no one would see it. Und Joseph Smith hat seine Vorhersage genommen und hat sie versteckt, sodass niemand sie sehen konnte. And it was not found until after his death. Und sie wurde nicht gefunden, nachdem er gestorben ist. That tells me that he did not even have confidence himself in the prediction. Das sagt mir, dass er selbst nicht einmal Vertrauen in seine eigene Vorhersage hatte. So I erase his point. Also muss ich diesen Punkt wieder streichen. Now I'll talk for a minute about Muhammad. Vielleicht einen kurzen Moment über Mohammed. Of course, Muhammad didn't write anything. Mohammed hat natürlich nicht selbst geschrieben. So we're talking about those who did writing for him. Also wir sprechen über die für ihn geschrieben haben. When he was born, als er geboren worden ist, Eastern Rome had long been separated into East and West. Dann war das Römische Reich ja schon lange geteilt in Ostrom und Westrom. And by that time, Western Rome had already fallen to the powers that we now call the European states. Und Western Rom war schon gefallen und da hatten sich dann die Staaten entwickelt, die wir heute Europa nennen. And even before his time, Eastern Rome was suffering setbacks in its wars. Und selbst vor der Zeit von Mohammed hat Ostrom einige Niederlagen in Kriegen erlebt. So if you could look at a time lapse of history, wenn man also sich das in der Geschichte anschaut, in the 200 years before Muhammad's day, in den 200 Jahren bevor Mohammed lebte, you would see Rome shrinking and dividing. Dann würde man sehen, wie Rom sich ziemlich, geteilt worden ist und dann ziemlich geschrumpft ist, das Römische Reich. Now Muhammad's religion was growing. Mohammeds Religion wuchs. And it became quite successful in Arabia. Und sie wurde in Arabien sehr erfolgreich. And that's when he made his prediction. Und dann hat er seine Vorhersage gemacht. He predicted that in the long skirmish between his forces in Rome that Islam would be victorious. Und er hat vorhergesagt, dass in verschiedenen Schlachten zwischen seinen Truppen und Rom er am Ende siegreich sein würde. But when I look at the history, aber wenn ich mir die Geschichte anschaue, what else could be predicted? Was hätte man sonst anderes auch vorhersagen können? I mean, would you predict that Rome is going to win? Würde man vorhersagen, dass Rom gewinnen würde? When Islam is growing and Rome is shrinking? Wenn das Römische Reich schrumpft und der Islam wächst? And what's going to happen to a movement if the founder predicts it's going to fail? Und was würde wohl mit der Bewegung passieren, wenn der Gründer bereits vorhersagt, dass die Bewegung verlieren wird? So I don't fault Muhammad. Also werde ich dem Mohammed jetzt das nicht als Fehler ankreiden. But also this prediction does not seem very incredible to me. Aber auch so scheint mir diese Prophezeiung nicht besonders bemerkenswert zu sein. It seems more like the kind of prediction that I could make. Es ist eher so eine Art Vorhersage, wie ich sie auch machen könnte. If I knew that my country, the United States, was at war with Cuba. Wenn ich also wüsste, dass meine Nation, die Vereinigten Staaten von Amerika, im Krieg sich mit Kuba befinden, I would dare to prophesy. Dann würde ich es wagen, eine Prophezeiung abzugeben. America will win. Amerika wird gewinnen. That wouldn't require a lot of incredible insight on my part. Das hätte jetzt nicht besonders viel unglaubliche Einsicht von mir verlangt. But since I'm in Germany, I won't say anything more about that. Aber da ich in Deutschland bin, werde ich jetzt nicht mehr darüber sagen. So, how did this question about prophets help me? Wie hat diese Frage über die Propheten mir geholfen? It's when I came to the Bible prophets. Es war dann, dass ich zu den biblischen Propheten kam. If you'll look through the archives of Joel Ministries. Also wenn ihr in den Archiven von Joel Media euch umschaut. Here we go. You'll find lots of documents or media related to the prophecies of Daniel. Da gibt es eine ganze Reihe von Videos über die Vorhersagen des Propheten Daniel. Daniel chapters 2 and 7 and 8. Zum Beispiel Daniel 2 und 7 und Kapitel 8 auch. What do you find if you watch those videos? Was ihr dort in diesen Videos, diesen Vorträgen finden könnt? You'll find incredible predictions. Da findet man unglaubliche Vorhersagen. For example, zum Beispiel, that Babylon would be followed as an empire by Persia. Dass Babylon als Weltreich von Medo-Persien abgelöst werden würde. And Persia by Greece. Und
Persien, Medo-Persien durch Greece. That the Greece Empire would fracture into various pieces. Und dass Griechenland in vier, in verschiedene Teile aufgesplittert werden würde. And eventually be superseded by Rome. Und am Ende von Rom eingenommen werden würde. That Rome would become a religious power. Dass Rom eine religiöse Macht werden würde. And that Western Rome would divide up into about seven primary nations. Und dass Westrom sich in ungefähr sieben wesentliche Hauptkönigreiche verwandeln würde. These predictions were made more than 2000 years before they were fulfilled. Diese Vorhersagen wurden gemacht zum Teil über 2000 Jahre bevor sie sich erfüllt haben. Well, some of them only a few years before they were fulfilled. Also es war natürlich eine einige von ihnen erfüllten sich relativ schnell nach der Vorhersage. But the last ones 2000 years ahead of time. Aber die letzten Vorhersagen dann etwa 2000 Jahre später. Now, this is what's incredible to me. Das ist besonders bemerkenswert für When mich. Daniel was writing his prophecies, als Daniel seine Prophezeiung aufschrieb, the people who became the Franks and the Germans and the English were wandering herdsmen up in the north part of the Baltic area. Als Daniel seine Prophezeiung aufschrieb, waren die Germanen, also die Franken und die späteren Engländer, eigentlich noch so wandernde Nomaden in der Nähe des Baltikums. The Chinese were a much stronger empire. Die Chinesen waren ein weitaus stärkeres Reich. The Aztecs and the Mayans were a stronger empire. Auch in Südamerika gab es sehr viel stärkere Reiche. How could someone predict? Wie hätte jemand vorhersagen können? That the little powers of Europe would become the dominant players in world history. Dass die kleinen europäischen Stämme dort die dominanten Nationen werden würden in der Weltgeschichte. But if you go back about 300 years. Aber wenn man ungefähr 300 Jahre zurückgehen würde. What parts of the world have been colonized by Europe? Und sich die Frage stellt, welche Teile der Welt waren von Europa kolonisiert? Spain and Portugal had most of South America. Spanien und Portugal hatten fast ganz Südamerika. And the European powers kind of divided up the Caribbean islands. Und die ganze Karibik wurde unter den Europäern aufgeteilt. Spain took the southern part of the United States and Mexico. Und Spanien hatte auch den südlichen Teil von den Vereinigten, also von Nordamerika und von Mexiko. Britain had a large part of North America. Großbritannien hatte einen großen Teil von Nordamerika. France had the northern parts. Und der Norden Nordamerikas gehörte den Franzosen. The United Kingdom also had New Zealand and Australia. Australien und Neuseeland gehörten ebenfalls dem Vereinigten Königreich. The Netherlands had South Africa. Südafrika war unter den Niederländern. And to save a lot of time, um das Ganze abzukürzen, the European powers had most of Africa. Fast ganz Afrika war unter europäischer Herrschaft. East and West and the southern part. Der Osten und der Westen und auch der Süden. India and Pakistan and Bangladesh were all part of the United Kingdom. Indien, Pakistan, Bangladesch, alle waren Teil des britischen Weltreiches. In short, almost the entire world had been colonized. Um das kurz zu fassen, fast die gesamte Welt war kolonisiert worden. Now, if you're Russian, you're saying, nuh-uh, it wasn't the whole world. Aber wenn Russia. Yeah, if you're Russia or China. Ja, wenn du aus Russland bist und sagst, nein, aber nicht die ganze Welt. Okay, so it wasn't the whole world. Kann man natürlich sagen, ja, stimmt, es war nicht die gesamte Welt. But it was the larger portion of it. Aber definitiv der größte Teil der Welt. And how could a prophet have predicted that ahead of time. Und wie hätte ein Prophet das so lange vorher vorhersagen können? But there's something else I found. Aber es gibt noch etwas, was ich herausgefunden habe. Suppose that you're a novel writer. Nehmen wir an, du schreibst gerne Novellen, Romane. And you're going to write a novel about the future. Und du schreibst deine Geschichte über die Zukunft. If you're talking about humans, wenn du über Menschen sprichst, your ideas about science work their way into your novel. Dann sind deine Ideen von der Wissenschaft auch wiedergespiegelt in der Geschichte. So if you think that vegetables and fruits are good for you, wenn du also glaubst, dass Früchte und Gemüse gut für dich sind, you'll see that. Dann wird man das auch sehen. And if you think it's good for you to eat monkey brains, und wenn du denkst, dass es gut für dich ist, Affenhirn zu essen, that will probably show up too. Dann wird das auch irgendwo vielleicht vorkommen. I mean, your ideas are the best ideas that you can put into your novel. Deine Ideen sind die besten Ideen, die du in deine Geschichte hineinschreiben kannst. You could write worse ideas. Man kann schlechtere Ideen da hineinschreiben. But you would never be successful at writing better ideas. Aber du hättest keinen Erfolg darin, noch bessere Ideen zu schreiben als die du hast. So if someone tells me that this book was written by novelists. Also wenn jemand mir schreibt, dass dieses Buch, wenn jemand mir sagt, dass dieses Buch von Romanschreibern geschrieben worden ist, then I find some incredible things in the beginning of the book.
dann finde ich da ganz erstaunliche Dinge am Anfang des Buches. The diet that's presented as being given to the first man and woman. Die Nahrung, die den ersten Menschen, dem ersten Mann, der Frau dort gegeben wird, it does not match ancient ideas about health. Ist überhaupt gar nicht eigentlich dementsprechend, was so die antiken Menschen sich unter Gesundheit vorgestellt haben. I mean, generally, ancient peoples thought you need to eat a lot of meat to be most strong. Generell gesprochen haben die meisten antiken Menschen geglaubt, dass man viel Fleisch essen muss, um möglichst stark zu sein. And many of them would drink blood. Und viele haben Blut getrunken. And in fact, even today, in many parts of the world, you can buy packages of blood. Selbst heute kann man auch in vielen Teilen der Welt so Pakete mit Blut kaufen. And that's for cooking and eating. Zum Kochen und zum Essen. Many people have ideas like this. Viele Menschen haben solcheartige Ideen. But what do you find in the Bible? Aber was man in der Bibel findet? You don't find any potions made with bat brains or pig dung. Da findet man nicht, dass irgendwelche Essensportionen mit Schweinekot oder mit anderen Dingen gemacht worden sind. You find a diet that can be used today with great productivity. Da findet man eine Art von Ernährung, die auch heute noch mit großer Produktivität genutzt werden kann. I'm a Seventh-day Adventist. Ich bin ein Siebenten-Tags-Adventist. And as an Adventist, statistically, I'm likely to live more than a decade longer than average. Da ist es so, dass ich als Siebenten-Tags-Adventist rein statistisch vermutlich ein Jahrzehnt länger lebe als viele andere Menschen. Because of following dietary regulations found in an ancient book. Weil ich den Ernährungsrichtlinien folge, die in diesem alten Buch geschrieben sind. In this book it said that if you do eat meat, in diesem Buch steht geschrieben, dass wenn man Fleisch isst, you should avoid certain types of animals. Sollte man auf jeden Fall bestimmte Arten von Tieren völlig vermeiden. But no one back then knew about heavy metal contamination. Aber niemand damals wusste etwas von Schwermetallvergiftung. So when they forbade the eating of catfish or bottom fish. Also als bestimmte Fischarten dort verboten worden sind, they had no idea of knowing how those fish would fill up with toxins. Da hatte man noch keine Idee, wie solche Fische vor allem die Giftstoffe aufnahmen. In short, the information here is incredibly ahead of its time. Um das kurz zu machen, die Information in diesem Buch ist ihrer Zeit weit voraus und das auf unglaubliche Art und Weise. You find in the early part of the book even information about burying when you have to do your business, dig a hole and bury it. Also wir finden hier sogar Informationen darüber, dass man, wenn man sein Geschäft machen muss, es vergraben sollte. That's a wisdom that isn't even well represented in some parts of Asia today. Das ist eine Weisheit, die selbst heute noch in manchen Teilen Asiens nicht wirklich verbreitet ist. And the idea is there of quarantine. Die Idee ist dort von Quarantäne, von Hygiene. To put someone aside if they have an infectious illness. Da gibt es auch diese Idee, dass man jemand isoliert, wenn er eine infektiöse Krankheit hat. But written more than 1,000 years before germs were understood. Aber das wurde geschrieben mehr als 1,000 Jahre bevor Deutsche das verstanden haben. The purification of pots and pans is there. Die Reinigung von Töpfen und von Schüsseln ist dort. Some were to be washed. Einige müssen gewaschen werden. Some were to be burned. Einige müssen gebrannt werden. And porous pots made of clay. Und Töpfe aus Lehm. If they were infected with some dangerous agent. Und wenn da sozusagen eine Infektion da vorhanden war, they were to be destroyed. Mussten die zerstört werden. It was a high level of hygiene expected of the Hebrews. Von den Hebräern wurde ein hoher Standard der Hygiene erwartet. So what about surgeons? Was surgeons? Yeah, those that cut you open and was ist mit Chirurgen? When did they start washing their hands? Wann haben Chirurgen in der modernen Medizin angefangen, ihre Hände zu waschen? And start trying to purify their instruments. Und angefangen, ihre Instrumente zu reinigen. That's not 2500 years ago. Das ist noch keine 250 Jahre her. It's not even 200 years ago. Noch nicht einmal 200 Jahre. So I see plenty of evidence that this book is true. Ich sehe also sehr viele Beweise dafür, dass dieses Buch wahr ist. But I want to use the rest of my time telling you how to find the truth that's in the book. Ich möchte den Rest meiner Zeit dafür verwenden, euch zu zeigen, wie man Wahrheit findet in diesem Buch. So I've settled the question of where do I find truth. Ich habe also diese Frage jetzt behandelt, wo man die Wahrheit findet. Only the God of the Bible has given real testable evidence that he is God. Nur der Gott der Bibel hat wirklich testbare Beweise geliefert, dass er Gott ist. If you have Bibles with you, wenn ihr auch eine Bibel habt, look at Isaiah chapter 28. Dann schlagt doch mit mir Jesaja 28 auf. Isaiah 28 asks a question, who will God teach? Dort wird die Frage gestellt, wem wird Gott Erkenntnis beibringen? Who will he make to understand doctrine? Wem wird er die Botschaft erläutern? The answer says,
Die Antwort, die hier im Deutschen als Frage auch formuliert ist, those who are separated from the breast, die von den Brüsten abgesetzt sind, those that are weaned, die entwöhnt sind. What does that mean? Was bedeutet das? I think some of you are mothers. Einige von euch sind vielleicht auch Mütter. If we had a baby boy here and we set him here on this podium, wenn wir hier einen kleinen Säugling hätten auf dem Podium, let's say he's about 3 weeks old, und wir sagen mal, er ist 3 Wochen alt, and I say to him, und ich sage zu ihm, Hermann, I'm very busy today. Ich bin heute sehr beschäftigt. And I'm going to be busy for the next few days. Und auch in den nächsten Tagen geht's nicht anders. Take good care of yourself. Kümmere dich mal um dich selbst. There's food in the kitchen. Da gibt es Essen in der Küche. There are wipes in the bathroom if you make a mess. Und es gibt auch Windeln im Badezimmer, wenn du jetzt was machst. I'll be back in about a week. Ich bin in einer Woche wieder zurück. What's going to happen to baby Hermann? Was wird mit Baby Hermann passieren? If I leave him to himself. Wenn ich ihn sich selbst überlasse? He's going to die. Er wird sterben. Babies are dependent. Babys sind abhängig. And what God says to us, und was Gott zu uns sagt, is that he's written this book, ist, dass er dieses Buch geschrieben hat, so that we don't have to be dependent on someone else. Dass wir eben nicht abhängig sind von jemand anderem. If you want God to teach you, wenn du möchtest, dass Gott dich lehrt, you're going to have to go after the truth for yourself. Dann muss man die Wahrheit selbst erforschen. Because while you depend on someone else, denn wenn man sich auf jemand anderen verlässt, it's too easy to confuse what God is saying and what that teacher is saying. Dann ist es zu einfach, dass man verwechselt, was Gott sagt und was lediglich nur der Lehrer sagt. There's something more to this answer. Es gibt noch mehr bei dieser Antwort zu bedenken. Verse 10. In Vers 10. It says, for precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little and there a little. Vers 10, weil sie sagen, Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig. Let me explain that a little bit. Ich möchte es ein wenig erklären. This book wasn't written by one prophet. Dieses Buch ist nicht von einem Propheten geschrieben worden. The prophets wrote in different ages and in different languages. Es waren verschiedene Propheten, die zu verschiedenen Zeitaltern in verschiedenen Sprachen geschrieben haben. And they had different types of personalities. Sie hatten auch verschiedene Persönlichkeiten. Some were quite educated. Einige waren hochgebildet. They would use long and complex sentence structures. Sie haben lange, komplexe Satzkonstruktionen verwendet. Some came from fishermen communities. Einige kamen aus Fischergesellschaften. They used pithy, distinct, strong, small sentences. Und sie haben sehr kurze und sehr klare, starke Sätze gesagt. So when you're looking in the Bible, wenn man also die Bibel sich anschaut, you find different prophets saying similar ideas in quite different ways. Dann findet man, wie verschiedene Propheten dieselben Ideen in sehr unterschiedlicher Art und Weise ausdrücken. The Bible is designed so that one prophet complements and explains another's writing. Die Bibel ist quasi so gedacht, dass der eine Prophet die Aussagen eines anderen erklärt und noch vertieft. Well, let me say it again. Ich möchte das nochmal sagen. This book explains itself. Dieses Buch erklärt sich selbst. I'm so happy about that. Darüber bin ich so froh. Because if it did not explain itself, denn wenn es sich nicht selbst erklären würde, then I would have no resolution to my question, how do I find the truth? Dann hätte ich nämlich keine Antwort auf die Frage, wie finde ich die Wahrheit? I'd have to find not only a source, but an explanation of the source. Dann müsste ich nämlich nicht nur die Quelle finden, sondern auch die Erklärung der Quelle. But God designed the Bible so that we could use it as its own source of interpretation. Aber Gott hat die Bibel so gestaltet, dass wir sie als die eigentliche Erklärung der Quelle benutzen können that oder sollen. That only works if you compare one part of the Bible to another. Das funktioniert aber nur, wenn du einen Teil der Bibel mit einem anderen Teil auch vergleichst. And you might be thinking, und man muss dabei denken, how can I compare one part to another? Oder vielleicht denkt ihr, wie kann ich jetzt da einen Teil mit dem anderen vergleichen? I don't even know how to find parts of the Bible. Ich weiß ja nicht mal, wie ich jetzt die verschiedenen zusammengehörenden Teile finden soll. So I'm gonna give you some ideas. Ich möchte euch ein paar Ideen dazu geben. You can buy a book called a concordance. Man kann ein Buch kaufen, das heißt Konkordanz. Or perhaps on your smartphone you could get an app for the Bible. Oder man kann auch auf seinem Smartphone eine App runterladen für die Bibel. And with either of those tools you could look up a word. Mit diesen Hilfsmitteln kann man nach einem Wort nachschlagen. For example, faith or love. Zum Beispiel Glaube oder Liebe. And those tools allow you to find all the passages in your Bible that use that word. Und mit diesen Werkzeugen könnt ihr dann all die verschiedenen Stellen finden, wo von diesen Worten, diesen Konzepten gesprochen wird. When you follow a word through the Bible like this, wenn man einem Wort so durch die Bibel folgt, you find the Bible writers explaining each other. Dann findet man sehr schnell heraus, wie die biblischen Schreiber sich gegenseitig erklären. And if your heart is ready, you can even find that God is teaching you through the Bible. Und wenn dein Herz dann darauf vorbereitet ist, bereit ist, dann werdet ihr feststellen, wie Gott tatsächlich durch die Bibel euch
lehrt. But let me show you a few more principles. Ich möchte euch noch etwas anderes zeigen. Look at John chapter 7. In Johannes Kapitel 7. John chapter 7 and verse 17. Und dort in Vers 17. This is Jesus speaking. Da spricht Jesus hier. He says, if any man is willing to do his will, he will know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. Da heißt es, wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. What does that mean? Was bedeutet das? God is very kind. Gott ist sehr freundlich. He is not the one to force you to know things you don't care to know. Er ist nicht derjenige, der uns zwingt, Dinge zu erkennen, die wir gar nicht wissen wollen. So if he sees that you're willing to learn and to grow, wenn er also sieht, dass du bereit bist, etwas zu lernen und auch zu wachsen, then he's willing to teach. Dann ist er auch bereit zu lehren. Have you ever had an experience? Habt ihr mal das erlebt? Where you were trying to share an idea, wo man eine Idee weitergeben wollte, but the person that was listening, aber die Person, die zugehört hat, was too interested in sharing with you instead. Die hatte viel mehr Interesse daran, euch etwas zu sagen. It's very hard to teach someone who's trying to teach you. Es ist sehr schwierig, jemanden zu belehren, der einen selbst belehren will. And God understands that. Und Gott versteht das. So it's only when you're willing to do whatever God says. Also nur dann, wenn man auch bereit ist, das zu tun, was Gott sagt. That he sends his Holy Spirit to help you understand this book. Dann sendet er seinen Heiligen Geist, damit du dieses Buch verstehen kannst. What does that mean practically? Was bedeutet das praktisch? That means if you're willing to obey whatever he says. Das bedeutet, wenn ihr bereit seid und willig seid, ihm zu gehorchen, was immer er auch sagt. And you study the question of marriage in this book. Und man dann die Frage der Heirat, der Hochzeit in diesem Buch studiert. You will find that there's no excuse for remarriage after divorce unless your spouse has committed adultery. Dann findet man zum Beispiel, dass es keine Erlaubnis für Wiederheirat gibt nach einer Scheidung, es sei denn, der erste Ehepartner hat Ehebruch begangen. But suppose that you want to marry someone else. Aber nehmen wir mal an, man möchte jetzt jemand anderes heiraten. Even though your wife did, or spouse did not commit adultery. Obwohl der erste Ehepartner keinen Ehebruch begangen hat. If you're determined to have your way, wenn du aber darauf bestehst, auf deinem Weg und auf deiner Lösung, and then you try to search this in the Bible, und du versuchst jetzt, das in der Bibel zu erforschen, God is not going to force his ideas on you. Dann wird Gott seine Idee dir nicht aufdrängen. And you could very easily deceive yourself. Und dann kann man sich sehr schnell selbst täuschen. You could make yourself think that God will just say okay, no matter what you choose to do. Und dann kann man sehr schnell sich dazu bringen, zu glauben, dass Gott sagt, ah ja, egal was du tust, ist okay. We could talk about this with many examples. Man könnte sehr viele verschiedene Beispiele dafür anführen. I'm thinking about the practical things. Ich denke hier an praktische Dinge. Like the Bible talks about health principles. Wie die Bibel zum Beispiel über Gesundheitsprinzipien spricht. It talks about modesty. Wie sie über Mäßigkeit spricht. It talks about entertainment. Wie sie über Unterhaltung spricht. And when it talks about practical things, wenn die Bibel über praktische Dinge spricht, those who are willing to do whatever God says, diejenigen, die bereit sind, das zu tun, was Gott immer auch sagt, they come into a unity of understanding. Dann kommen sie auch, diese Menschen, in eine Einheit des Verständnisses. But those who aren't willing, aber diejenigen, die nicht willig sind, they can find whatever they're looking for. Die finden dann immer, was sie eigentlich suchen. I'd even suggest that maybe Satan helps them understand this book. Ich würde sogar vorschlagen, dass Satan ihnen dann hilft, dieses Buch auf falsche Art und Weise zu verstehen. When should you study your Bible? Wann sollte man in der Bibel lesen und sie studieren? David talked about this. Der Prophet David hat davon gesprochen. I'm thinking of Psalm 5. In Psalm 5 steht das. He said, Lord, in the morning you're going to hear my voice. Da heißt es in Psalm 5, am Morgen wirst du meine Stimme hören. And Jesus also gave good examples about this kind of thing. Jesus hat auch über diese Sache gute Ratschläge gegeben. The Bible says that he would often be found early in the morning. Die Bibel hat schreibt, dass er oft früh am Morgen gefunden worden ist. It was his tradition to be praying before the sun came up. Es war seine Gewohnheit zu beten, bevor die Sonne aufstieg. So I'll tell you my own experience. Also ich möchte euch meine eigene Erfahrung mitteilen. If I wait to spend time studying this book, wenn ich warte damit, dieses Buch zu studieren, until after breakfast, nachdem ich erst Frühstück gegessen habe, or until after my work for the day, oder nachdem ich meine Tagesarbeit absolviert habe, I find that the day has too much work in it. Dann finde ich meistens, dass der Tag zu viel Arbeit hat. Interruptions come too rapidly. Die Unterbrechungen kommen zu schnell. People want to talk to me. Menschen wollen mit mir reden. And if someone comes to talk to me,
Und wenn jemand mit mir reden möchte, and there's something important in their life, und es gibt etwas Wichtiges in ihrem Leben, and I say, come back later, I'm reading the Bible, und ich sage dann, kommt später wieder, ich lese gerade in der Bibel, they feel very neglected. Dann fühlen sie sich sehr abgewiesen. Maybe even angry. Vielleicht sogar ärgerlich. As if I don't care about them. Als ob ich nicht mich um sie kümmere. So that's why I take my very early time in this book. Deswegen nehme ich meine frühe Zeit, die Zeit am Morgen für dieses Buch. I recommend you try that as an experiment. Ich würde euch empfehlen, das auch als Experiment zu tun. Go to bed early tonight. Geht heute früh ins Bett. Get up early in the morning. Und steht früh auf. Before other people are awake. Und bevor andere Menschen aufgewacht sind. Study a word going through your Bible looking for other verses that have that word. Und nimm dir irgendein Wort aus der Bibel und schau mal nach anderen Versen, wo dieses Wort auch vorkommt. But before you start, aber bevor du anfängst, I'd like you to offer a prayer. Dann würde ich euch vorschlagen, ein Gebet vorzusprechen. I'm not going to tell you exactly what to say. Ich würde euch jetzt nicht genau sagen, was ihr sagen sollt. But I want to give you some ideas of what you might say in that prayer. Aber ich kann euch ein paar Vorschläge geben, was man so sagen könnte, so ein paar Ideen. Look at Proverbs chapter 1. Schauen wir mal uns Sprüche 1 an. Proverbs chapter 1 in verse 22. In Sprüche 1, Vers 22. It says, how long, you simple ones, will you love simplicity? Da heißt es, wie lange wollt ihr Unverständigen den Unverstand lieben? And how long will the scorners delight in their scorning? Und ihr Spötter Lust am Spotten haben und ja. And fools hate knowledge. Und ihr Toren Erkenntnis hassen. Turn, verse 23, turn at my reproof. Kehrt um, Vers 23, zu meiner Zurechtweisung. Behold, I will pour out my spirit unto you. Siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen. I will make known my words unto you. Ich will euch meine Worte verkünden. So here's God speaking to me. Hier spricht Gott zu mir. He says, I will give you my Holy Spirit. Er sagte, ich werde dir meinen Heiligen Geist geben. I will help you understand my Bible. Ich werde dir helfen, meine Bibel zu verstehen. But what's the condition? Was ist die Bedingung? It's that when he gives me instruction, es ist, dass wenn er mir Instruktionen gibt, I follow the instruction. Dass ich diesen auch folge. I walk in his ways. Dass ich in seinen Wegen wandle. I make a turn when I need to make a turn. Ich kehre um, ich biege ab, wenn ich das muss. When you pray tomorrow morning, wenn du morgens betest, let God know that you've read this promise. Dann lass doch Gott wissen, dass du diese Verheißung gelesen hast. Maybe you'll find other promises you can mention. Vielleicht findest du auch noch andere Verheißungen, Versprechen Gottes, die du erwähnen kannst. Let him know that you trust his promise. Und lass ihn wissen, dass du dieser Verheißung vertraust. That you expect him to keep his promise. Dass du erwartest, dass er diese Verheißung auch erfüllt. And then in your mind choose to depend on him to give you his spirit and teach you how to understand this book. Und dann entscheide dich in deinem Denken, ihm zu vertrauen, dass er dir seinen Geist geben wird, sodass du dieses Buch verstehen kannst. Why is this so essential? Warum ist das so entscheidend? It's because we are so inclined to misunderstand. Es liegt daran, dass wir so sehr dazu neigen, etwas falsch zu verstehen. It might be hard for you to follow. Es ist vielleicht schwer nachzuvollziehen. But our selfish nature defends itself very energetically. Unsere egoistische Natur verteidigt sich äußerst energisch. We're quite good at finding excuses. Wir sind ziemlich gut darin, Entschuldigungen zu finden. We're quite good at twisting ideas to make ourselves seem better. Wir sind sehr gut darin, Ideen ein bisschen zu verändern, damit wir besser aussehen. So we need God's Spirit to help us understand correctly. Wir brauchen also Gottes Geist, damit wir wirklich korrekt verstehen. Turn in your Bibles to Daniel 12. Schauen wir mal gemeinsam in die Bibel zu Daniel 12. Daniel is an incredible prophet I mentioned to you earlier. Daniel ist ja wirklich ein bemerkenswerter Prophet, wie ich schon früher erwähnt habe. Daniel chapter 12 in verse 10. In Daniel Kapitel 12 und dort Vers 10. It says, many will be purified and made white. Da heißt es, viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. They'll be tested. Ja, sie werden also getestet werden. But the wicked will do wickedly. Und die Gottlosen werden gottlos bleiben. And none of the wicked will understand. Und kein Gottloser wird es verstehen. But the righteous will understand. Aber die Verständigen werden es verstehen.
I found this to be true. Ich habe das als wahr entdeckt. I've been a teacher of religion now for about 30 years. Ich habe jetzt seit 30 Jahren schon Religion unterrichtet. Well, my wife would say 25. Meine Frau würde sagen, es waren 25 Jahre. And I've had many students that had lower than average IQs. Und ich hatte auch viele Studenten, die unterdurchschnittliche Intelligenzquotienten hatten. I've been amazed at how God was able to guide those students to a correct understanding of his word. Ich war immer wieder erstaunt zu sehen, wie Gott gerade solchen Studenten auch ihnen geholfen hat, die Wahrheit korrekt zu verstehen. And I've met many people who have graduate degrees in the study of the Bible. Und ich habe viele Menschen getroffen, die sogar akademische Abschlüsse im Studium der Bibel haben. I'll tell you what I've noticed. Und ich möchte kurz sagen, was ich bemerkt habe. If a man is a Catholic deacon, wenn ein Mann ein katholischer Diakon ist, and he decides to go into the priesthood, und er sich entscheidet, Priester zu werden, and to study theology, und Theologie zu studieren, when he finishes his PhD, wenn er seinen PhD am Ende vielleicht sogar hat, he is still Catholic. Ist er immer noch Katholik. His ideas about religion, seine Ideen über die Religion, his big conclusions, seine großen Schlussfolgerungen, are about the same as they were when he was an altar boy. Sind fast noch die gleichen, als er ein so als er noch ein Knabe war. But what if he's a young Baptist boy? Aber was ist, wenn er ein junger Baptist ist? He's been homeschooled in Austria. Er ist vielleicht in Österreich in der Heimschule gewesen. And he decides to study theology. Und er entscheidet sich, Theologie zu studieren. When he finishes the seminary, wenn er mit dem Seminar abgeschlossen hat, and he has his PhD, und er am Ende vielleicht einen PhD hat, in all likelihood he's still a Baptist. Dann ist er sehr wahrscheinlich immer noch ein Baptist. And if he starts out as a Lutheran, he's likely to end as a Lutheran. Und wenn er als Lutheraner beginnt, hat er meistens auch danach am Ende immer noch ein lutherisches Bekenntnis. What I'm trying to say, was ich sagen möchte, ist, is that the study of theology doesn't often really radically change someone's views about truth. Ist, dass das Studium der Theologie nur sehr selten wirklich radikal jemandes Ansichten über Religion ändert. Instead, stattdessen, it tends to just make people more stubborn. Führt es oft dazu, dass Menschen einfach nur hartnäckiger sind in ihrer Ansicht. Who's going to understand? Wer wird verstehen? Verse 10 says none of the wicked. Die Bibel sagt niemand von den Gottlosen. So suppose that you have an addiction to pornography. Nehmen wir an, du hast eine Sucht nach Pornografie. Or you struggle with some other substance. Oder du hast vielleicht Probleme mit irgendeinem einer Droge zum Beispiel. You smoke or you're an alcoholic. Zum Beispiel mit Alkohol oder auch mit Tabak. Maybe you're a habitual liar or a petty thief. Vielleicht bist du auch eigentlich ein Dieb oder du lügst regelmäßig. Whatever kind of sin is in your life. Was immer auch für eine Sünde in deinem Leben ist. When you hold on to that. Wenn man an ihr festhält. That ends up blinding you to the real meaning of Scripture. Das wird am Ende dazu führen, dass du verblendet wirst bezüglich der echten Bedeutung der Schrift. So when God wants to teach you, wenn Gott dich also lehren möchte, the first thing he does is confronts that sin. Ist das Erste, was er tut, dass er diese Sünde konfrontiert. Jesus did this. Jesus hat das getan. He was speaking to thousands of people. Jesus hat zu tausenden Menschen gesprochen. He said, if any man thinks about a woman in an immoral way, er hat gesagt, wenn irgendjemand über eine Frau mit unmoralischen Gedanken denkt, he commits adultery with her in his heart. Dann tut er in seinem Herzen Ehebruch begehen. When he said this, als er das sagte, you can imagine conviction hitting hundreds of men in that congregation. Dann kann man sich vorstellen, wie hunderte Menschen plötzlich überzeugt waren in ihrem Herzen. Now they have an opportunity. Jetzt haben sie eine Gelegenheit. He gave them correction. Er hat ihnen Korrektur gegeben. Proverbs 1 says, Sprüche 1 sagt, if they turn, wenn sie sich bekehren, he will pour out his spirit. Dann wird er seinen Geist ausgießen. He'll help them understand the Bible. Er wird ihnen helfen, die Bibel zu verstehen. And in Daniel 12, those who don't turn will not understand. Und in Daniel 12 finden wir, dass die nicht sich bekehren, die nicht umkehren, dass die nicht verstehen werden. Let me summarize what I've said. Ich möchte zusammenfassen, was ich gesagt habe. In part one of our series. In diesem ersten Teil unserer kleinen Serie. Finding the truth. Wie man die Wahrheit findet. We don't start by assuming that Christianity is true. Haben wir nicht damit einfach vorausgesetzt, dass das Christentum wahr ist. We start with a non-sectarian approach. Wir haben angefangen mit einem allgemeinen Ansatz, der keiner einzelnen Religion den Vorrang gab. Perhaps any religion could be true. Denn vielleicht könnte ja jede Religion wahr sein. Or maybe no one knows the truth. Oder niemand kennt die Wahrheit. That's where we start. Dort haben wir angefangen. But we find a test that helps us make progress. Aber wir finden einen Test, mit dem wir etwas Fortschritt machen können. And when we test the various religions, und wenn wir die verschiedenen Religionen testen,
This is the only place we find evidence of supernatural power. Dann ist das hier der einzige Ort, wo wir wirklich Beweise für übernatürliche Kraft finden. I mean a particular type of supernatural power. Und zwar eine ganz bestimmte Art von übernatürlicher Kraft. I mean power to know the future. Nämlich Kraft oder das Wissen um die Zukunft. Other types of power don't impress me. Andere Arten von Kraft beeindrucken mich nicht so sehr. Because this book reveals that there are other forces in this world besides good angels. Denn dieses Buch offenbart übrigens, dass es auch in dieser Welt noch andere Kräfte neben guten Engeln gibt. So miracles and supernatural experiences. Also Wunder und übernatürliche Erfahrungen. They really aren't evidence for us. Die sind nicht wirklich echte Beweise für uns. But what do we have here? Aber was haben wir hier? We have good evidence. Hier haben wir gute Beweise. And when we study this book is for our life. Und wenn wir dieses Buch studieren, als ob es um unser Leben geht. When we compare one part to another. Wenn wir einen Teil mit dem anderen vergleichen. When we submit our heart to follow God. Wenn wir unser Herz Gott unterstellen, um ihm zu folgen. Then miracle of miracles, he becomes our teacher. Dann wird er, oh Wunder, unser Lehrer. He uses the book to explain itself. Er benutzt dieses Buch, um sich selbst zu erklären. And over time we come closer to the truth. Und mit der Zeit werden wir der Wahrheit immer näher kommen. But if we hold on to sin, aber wenn wir an der Sünde festhalten, or if we submit our ideas to educated men, oder wenn wir unsere Ideen von hochgebildeten Menschen abhängig machen, or to even uneducated gurus, oder sogar von ungebildeten Gurus, then who knows where we'll end up. Dann weiß niemand eigentlich, wo wir am Ende ankommen werden. But if we're weaned from those, aber wenn wir von diesen entwöhnt sind, then God is willing to be our teacher. Dann wird Gott gern unser Lehrer sein. And if he teaches us, und wenn er uns lehrt, we can know the truth. Dann können wir die Wahrheit wissen. We can find it. Wir können sie finden. Amen. Amen. Let me have a prayer for you. Wir möchten gemeinsam noch beten. Our Father in heaven, lieber Vater im Himmel, I ask for those listening, ich bitte für die, die zugehört haben, that you would teach them how to find the truth, dass du sie lehrst, die Wahrheit zu finden, that you would make yourself known to them, dass du dich selbst ihnen offenbarst. I ask for this gift. Ich bitte um diese Gabe. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Amen. Amen.